for English satellite push, satellite bat. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Meine super hübschen Intro-Tierchen. Ein schwarzer, ein roter argentinischer Teju. Mein Groß als, ja, einfach mal zum den Vergleich zeigen, ne? Ungefähr gleich alt. Der Rote ist ein Mann, der Schwarze ist ein Mädel. Nee, andersrum. Rote ist ein Weibchen, Schwarze ist ein Männchen. Die Männchen neigen ja etwas zum Doppelkinn. Bei den Roten zum Teil auch die Weibchen. Der Rote ist gerade ziemlich stark in der Häutung. Deswegen kommen die Farben nicht ganz zur Geltung. Der Schwarze richtig schön gehäutet. Man sieht auch mal die Größe. Die Tiere sind beide so ungefähr 5 Jahre alt. Sind schön brav, wie man sieht. Wobei so beide gleichzeitig ist gar nicht so einfach, musste ich gerade feststellen. Aber jetzt haben sie sich schön beruhigt. Deswegen meine imposanten Intro-Tierchen heute für euch. Schwarzer und roter Theo. Thema heute, nochmal unsere zweiköpfige Boa Constrictor. Ich hatte euch ja versprochen, dass wir die füttern. Ich möchte probieren, beide Köpfe zu füttern, ne? Ob beide Köpfe fressen, werden wir gleich ausprobieren. Danach nochmal kurz auf den Namen eingehen, weil wenn ich immer nur sage, die zweiköpfige oder die zweiköpfigen, ist ja ein bisschen schade. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Fütterung an. Hoffentlich klappt es mit beiden Köpfen. Die Fütterung macht die Ludmilla. Ganz einfach, das Tier ist die Ludmilla gewohnt. Ich denke, oder höchstwahrscheinlich würde die jetzt auffressen, wenn ich ihr die Mäuse vorlege. Aber ich möchte es jetzt einfach so machen, wie das Tier das gewohnt ist. Wäre ja schade, bloß weil ich das jetzt mache mit der Fütterung, dass sie dann vielleicht nicht gut frisst. Und dann wäre unsere Filmerei hier für die Katz. Die erste Maus geben wir immer lebend, ganz einfach, weil die Babyschlangen im Prinzip lebend besser oder lieber fressen. Ne? So haben wir's, so machen wir das bei allen Boa Pythons, Jungschlangen, die bei uns geboren werden, dass wir am Anfang lebend füttern. Ich glaube, wir werden jetzt auch ab der nächsten Fütterung vielleicht sogar auf tot umswitchen. Vielleicht ein bisschen weniger Stress für das Tier. Jetzt kommt das typische Problem, ne? Der zweite Kopf hat auch Hunger. Fängt schon an, hier den ersten Kopf zu beißen oder sich selbst sogar zu drangsalieren. Ne? Natürlich auch das Widersprüchliche, beißt sie sich oder beißt sie die andere. Jeder, der Riesenschlangen hat, weiß ja, normal, man füttert Schlangen immer getrennt. In dem Fall leider nicht möglich, also muss man die zwei immer zusammen füttern, was in der Schlangenpflege, wie gesagt, genau das ist, was man eigentlich nicht machen sollte. Interessanterweise hat jetzt der andere Kopf, den wir eigentlich immer zu zwei oder als zweites probiert haben, Futter anzubieten, der hat jetzt als erster zugeschnappt. Ne? Das ist jetzt auch das erste Mal, dass es so rum ist. Wenn ihr euch erinnert an die letzte Folge, da hat man ja beim Tierarzt abklären lassen, Speiseröhre, da hat immer nur der eine Kopf gefressen gehabt, also in dem Fall der andere jetzt, ne, der jetzt noch nichts zu fressen hat, war eigentlich der, wo von Anfang an problemlos gefressen hat. Jetzt geben wir dann auch dem zweiten Kopf was, ne, der erste ist schon schön dabei, jetzt können wir dem zweiten Kopf ein Futter anbieten. Jetzt sehen wir eben da, der zweite Kopf tut auch die Beute würgen. Stellt sich ein bisschen an, um es mal so zu sagen. Kann natürlich echt auch damit zu tun haben, wir stehen hier drumherum, die Kamera drumherum, das Licht drumherum. Ne? Also alle Terrarianer unter euch wissen, dass die Schlangen ein wenig heikel sein können beim Fressen. Und wenn da total die Action ist, dann 100 Leute zugucken, beziehungsweise in dem Fall gucken ja Zehntausende zu, dann kann das natürlich auch manchmal nicht klappen mit der Fütterung. Deswegen hoffe ich jetzt wirklich, dass das so schön funktioniert und dass wir es euch so schön zeigen können, wie es bis jetzt schon geklappt hatte. Das Spannende ist, wie gesagt, können auch beide Köpfe gleichzeitig fressen oder beziehungsweise bei einer Fütterung. Ne? Also ihr seht, wir tun sie nicht direkt gleichzeitig füttern, sondern gleich ein wenig zeitversetzt.
Wenn der eine Kopf anfängt, dann geben wir dem zweiten Kopf. Ne? Weil ganz einfach macht ja keinen Sinn, wenn das Tier probiert, zwei Beutetiere zu würgen. Also selbst wenn wir Tod anbieten, haben die ja diesen Würgereflex. Und macht keinen Sinn, wenn man das bei zwei, oder wenn die zwei Köpfe, der eine Körper das mit zwei Beutetieren machen soll, ich glaube, da würden wir das Tier ein wenig überfordern. Wir füttern natürlich, wenn ihr jetzt mal schaut, durch das, dass wir zwei Futtertiere geben, machen wir die natürlich ein wenig kleiner, wie wir eine Boa in der Größe mit einem Futtertier füttern würden. Ne? Also da könnte man jetzt noch eine größere Maus geben, wenn es nur ein Kopf, ein Tier wäre. In dem Fall geben wir zwei halbe Portionen, dann passt es auch genau. Ich denke, wir werden die Boa wie so eine, in Anführungsstrichen, normale Boa auch wöchentlich füttern oder weiterhin wöchentlich füttern. So haben wir es bis jetzt gemacht. Beziehungsweise ganz am Anfang haben wir noch kleiner gefüttert, da haben wir dann sogar alle 5 Tage gegeben. So langsam werden wir auf alle 7 Tage gehen. Und ich denke, alle 7 Tage so passende Futtergröße für beide Köpfe. So werden wir es die nächste Zeit beibehalten. Das ist einfach das Spannende an der Fütterung. Also ich nehme jetzt keine Spannung mehr vorweg, wenn ich sage, dass wir sie jetzt heute zum dritten Mal beide Köpfe füttern. Ne? Wir haben das ist heute nicht die Premiere, aber um ein bisschen Spannung aufzubauen, wollte man das natürlich nicht vorne wegnehmen. Also das ist jetzt zum dritten Mal, dass beide Köpfe fressen. Aber man muss schon eigentlich die ganze Zeit mit der Pinzette oder mit irgendwas ein bisschen aufpassen, ne? Dass die einfach nicht aneinander gehen. Also ihr seht es ja wirklich wichtig, dass man dabei ist und aufpasst, ne? dass da nicht die Streiterei ums Essen losgeht. Ne? Zwei Babyschlangen, fast wie zwei Kinder, die sich ums Essen streiten, kennt man von daheim. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass, wie gesagt, dass das Häppchen jetzt nur an den zweiten geht. Wir hatten das Ganze jetzt ja zum Teil als Zeitraffer. Ich denke schon, wäre es in Anführungsstrich vielleicht zu langweilig, beziehungsweise wäre der Film zu lang. Alles in allem waren es jetzt knappe 20 Minuten, was die zwei gebraucht haben. Der zweite Kopf, habt ihr ja gesehen, hat sich wirklich gleich ein wenig angestellt. Wo ist vorne, wo ist hinten? Ne? Hat wirklich 3-4 Mal geguckt und dann nochmal losgelassen zwischendrin. Ich denke, das ist eben der Kamera und der Action hier rundherum geschuldet bis jetzt. Oder das war jetzt das erste Mal, dass er sich so ein bisschen angestellt hat. Aber trotz alledem, knappe 20 Minuten, denke ich, ganz gute, reelle Zeit für so eine Fütterung. Fütterung hat ja jetzt echt toll geklappt, also freue ich mich. Ich war ein wenig, in Anführungsstrich, aufgeregt, beziehungsweise habe gedacht, oh, hoffentlich klappt es, dass die euch schön frisst. Ist ja schade, wenn man filmt und dann klappt es nicht und dann kann man hinterher nur sagen, naja, jetzt schade, haben nicht beide gefressen und so. Also freue ich mich, dass es so toll geklappt hat. Jetzt noch ein Namen für unsere zwei Hübschen. Ich habe es ja schon mal angesprochen, also das Ganze ist ein Männchen, zumindest Geschlechtsorgan, technisch ist es ein Männchen, ne? Man kann hinten die Penisse fühlen. Also von dem her, der gemeinsame Teil ist ein Männchen sozusagen. Aber wie nennen man die zwei? Also meiner Meinung nach sind es ja zwei Lebewesen, es sind zwei Gehirne. Zwei Herzen wissen wir noch nicht ganz, das müssen wir vielleicht mal noch bei einem Veterinär noch mal abklären lassen, ob da ein oder zwei Herzen in dieser Brust schlagen. Aber definitiv zwei Gehirne, zwei Köpfe, beide sind gleich ein verschieden. Jetzt braucht man Namen dafür. Würde mich freuen, wenn ihr Vorschläge macht. Postet sie unten rein, was ihr vorschlagt, wie soll sie denn heißen. Werden wir dann in passender Folge, nächste, übernächste Folge, werden wir das entscheiden, welchen Namen wir vergeben. Wir hatten ja schon mal eine zweiköpfige Königspython, die hieß dann Monty Python, fand ich ganz cool. Aber der Name ist dann schon vergeben. Dann gibt es ja Klassiker, Tom und Jerry und Dick und Doof und was weiß ich, Cheech und Chong hat man vorher und was es alles gibt. Bin ich mal gespannt, was ihr sagt. Freue mich drauf. Und wie gesagt, so werden wir, oder den mit den meisten Likes oder da, wo wir sehen, da ist die meiste Empathie von der Community. So werden wir unsere zwei Hübschen dann letztendlich nennen.
Die Reptil-TV-Filme sollen euch unterhalten, aber sie sollen euch auch in der Terraristik helfen, sollen eure Fragen beantworten. Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch oder etwas an euch weitergeben. Im Gegenzug freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen. Ihr wisst, in YouTube, Abo ist die Macht des YouTubes, also lasst mir bitte ein Abo da. Wenn ihr Terraristik-Produkte beziehen wollt, ich habe einen Online-Shop, davon lebe ich, also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen. Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video oder das letzte Video, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt, und bleibt mir treu.